Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in der Reihe historische Ereignisse des 19. und des 20. Jahrhunderts. Heute sprechen wir über ein Ereignis aus dem Dritten Reich und zwar aus dem Jahr 1938, also langsam geht es Richtung Zweiter Weltkrieg, könnte man sagen. Und zwar geht es um ein Ereignis, was lange Zeit bekannt war, als die sogenannte Reichskristallnacht. Was genau diese Reichskristallnacht war, wie sie verlief und was am Ende rauskam, darüber sprechen wir heute in den kommenden Minuten. Los geht's! Vorweg sei gesagt, der Begriff Reichskristallnacht für das, was ich hier nun beschreiben werde, ist relativ überholt. Man spricht heute eigentlich eher von Novemberpogrom oder von Reichspogromnacht. Ein Pogrom, so muss man sich vorstellen, ist im Grunde ein gewaltsamer oder zumindest häufig gewaltsamer Übergriff gegen eine bestimmte Minderheit. Das können Juden sein, müssen es aber nicht. Doch im Falle des Jahres 1938, wie gesagt, wir befinden uns in der Nazi-Zeit, waren das selbstverständlich die Juden, die nun Opfer dieser Pogrome, also gewaltsamer Übergriffe gegen sie und ihr Eigentum wurden. Denn genau das war die Reichskristallnacht. Es war ein Pogrom, ein gewaltsames Vorgehen von NS-Anhängern und einfachen Menschen auf der Straße, die einfach mal die Sau rauslassen wollten und ihrem Hass gegen Juden freien Lauf ließen. Synagogen, die Gotteshäuser der Juden wurden angezündet, jüdische Läden wurden angegriffen, Schaufenster eingeschmissen und was noch alles in dieser Nacht eben passierte. Dabei blieben diese Übergriffe in der Reichspogromnacht nicht auf Deutschland beschränkt, sondern auch in Österreich gab es solche Übergriffe, denn die Nationalsozialisten hatten natürlich auch in Österreich mittlerweile eine Stellung ausgebaut. Denn man muss sich ja vor Augen halten, dass die Nationalsozialisten zuvor im Jahr 1938 Österreich bereits an das Deutsche Reich angeschlossen hatten. Das bedeutet, Österreich war im Grunde nun auch Teil des Deutschen Reiches, dort regierten die Nazis und dort war Hitler die oberste Instanz. Und dort, wo Hitler regierte, wurde nun mal Hass geschürt und Menschen verfolgt. Und das war in Österreich nicht anders als in Deutschland. Im Zuge dieser Ausschreitungen zwischen dem 9. und 10. November starben Schätzungen nach bis zu 1500 Menschen. Das bedeutet, man ging weit eben über Sachschäden hinaus. Auch Juden auf offener Straße, die man eben als Juden erkennen konnte, wurden direkt angegriffen, gedemütigt und eben im schlimmsten Fall auch schwer verletzt oder sogar ermordet. Die Ausschreitungen in der Reichspogromnacht, die überall vonstatten gehen, waren natürlich von Hitler gebilligt und von der NS-Bewegung, aber Hitler und die oberen Instanzen des NS-Regimes, die NS-Granden, würden wir sagen, Leute wie Göring, Goebbels und so weiter, die machten sich natürlich nicht die Hände schmutzig, die wollten mit der Verfolgung auf der Straße nichts zu tun haben. Die Führungsriege der NSDAP war genauso wie jedes Jahr in München versammelt, denn dort feierte man den Hitlerputsch des Jahres 1923. Denn der Hitlerputsch war natürlich 1923 vollkommen in die Hose gegangen, aber jetzt wurde dieser Putsch 1923 in der Rückschau als der Anfangspunkt der erfolgreichen Geschichte der Nationalsozialisten gefeiert. Das bedeutet zusammengefasst, während die oberen NS-Granden Hitler inklusive in München sich in ihrer glorreichen Vergangenheit sonnten, könnte man sagen, trieben gewaltbereite Gruppen und Menschen auf der Straße Chaos, griffen jüdische Geschäfte an und übten überall massiv Gewalt aus. Nachdem diese Ereignisse stattgefunden hatten, stellten es die Nationalsozialisten in der Rückschau so dar, als hätten sie das eigentlich gar nicht bewirkt, sondern das Volk selber habe seinem Hass auf die Juden Ausdruck verliehen, sei von sich auf die Straße gegangen und habe eben
auf die Juden eingedrescht. Doch tatsächlich war es so, dass große Teile der deutschen Bevölkerung von dieser Reichspogromnacht tatsächlich angewidert waren. Doch nachdem SA und SS hier nun mal schon voll in Fahrt gekommen waren, am 9. und 10. November beließ man es natürlich nicht bei ein paar Schaufenstern und Synagogen, die man abbrennen konnte, sondern man ergriff direkt die Gelegenheit und nahm zehntausende Leute, die dem Regime gefährlich werden konnten, Juden inklusive, sozusagen in Schutzhaft und leitete sie quasi dann auf dem üblichen Weg in die Konzentrationslager. So konnte man quasi in einem Rutsch zum einen Gewalt auf der Straße ausüben und zum anderen wieder zu Zehntausenden politische Gegner und einfach andere unliebsame Gruppen aus der Gesellschaft entfernen. Die Reichskristallnacht von 1938 oder Reichspogromnacht / Novemberpogrom, weil es eben im November stattgefunden hatte, sollte hier ziemlich deutlich zeigen, dass die nationalsozialistische Diskriminierung der Juden hier eine neue Stufe erreicht hatte. Bis 1938 war es tatsächlich so gewesen, dass viele Juden trotz Diskriminierung in Deutschland geblieben waren, weil sie der Meinung waren, entweder Hitler könnte sich nicht lange halten oder man hoffte irgendwie auf bessere Zeiten oder dass das Ganze dann doch nicht so schlimm würde, wie gedacht. Doch 1938 konnte selbst der positiv denkendste Jude nicht mehr darüber hinwegsehen und musste nun anerkennen, hier war eine neue Gewaltwelle angebrochen. Man musste Angst haben, was könnten die Nationalsozialisten als nächstes tun. Entsprechend begann dann 1938 auch eine neue Flüchtlingswelle. Immer mehr Juden verließen Deutschland, auch wenn es lange nicht so viele waren, wie die Nationalsozialisten sich erhofft hatten. Nicht zuletzt sollten sie ja dann auch in den 1940er Jahren zu noch massiveren Methoden greifen, über die wir dann ja noch bei anderer Gelegenheit sprechen werden. So viel erstmal bis hierhin zur Reichskristallnacht oder Reichspogromnacht, einer Gewaltwelle gegen Juden des Jahres 1938, die die Diskriminierung von Juden auf eine neue Stufe hob und selbst dem positiv denkendsten Juden nun zeigte, hier bricht eine neue Zeit an. Für Juden ist die Zeit in Deutschland und mit Pech in Europa vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören und dann bis zum nächsten Mal bei welcher Episode und welchem Thema auch immer. Macht's gut!